denke, die Familien heute sind völlig unterschiedlich strukturiert, auch ganz anders, sehr viel vielfältiger. Und so muss sich auch das Familienbildungsangebot eigentlich an solche Familienstrukturen richten. Deshalb denke ich, es ist ganz wichtig, dass wir ein solches Netzwerk haben, das auch die Angebote macht, die zum einen präventiv sein sollen und zum anderen aber auch niederschwellig sein sollen, dass sie für jeden nutzbar sind und dass sie für jeden interessant und erreichbar sind. Die Frühen Hilfen Speyer sind ein Unterstützungsangebot für junge und werdende Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes. Also wir haben im Moment 4 verschiedene Unterstützungsangebote. Als erstes Willkommensbesuche, wo ehrenamtliche junge Familien besuchen. Als zweites Familienhebammen, wo Familienhebammen eingesetzt werden in Familien mit einem Neugeborenen oder auch älteren Kind bis zum ersten Geburtstag. Dann haben wir Elternkurse im Angebot und auch alltagspraktische Unterstützungen. Was ich als Aufgabe habe, ist, dass ich die Mutter-Kind-Beziehung einfach unterstütze und fördere, dass ich da auch Tipps gebe, mit den Familien einfach darauf hinwirke, dass sich eine gute Beziehung entwickelt. Wichtig ist auch, dass ich darauf achte, einfach wie sich das Kind entwickelt. Emotional, neurologisch, vom körperlichen Standpunkt aus. Was ich auch mache, einfach Beratung und auch Einüben von Dingen, die zum Beispiel die Ernährung betreffen, die Pflege, die Förderung von einem Kind. Das mache ich auch noch. Ich unterstütze auch in Bezug auf Ämtergänge oder Gänge zu Ärzten. Ich war auch schon öfters mit Leuten einfach beim Kinderarzt. Neben diesen Angeboten sind wir auch ein offenes Büro mit Beratungszeiten an 3 Tagen in der Woche, wo jede Schwangere und jede junge Mutter, jeder junge Vater zu uns zur Beratung kommen können. Ich heiße Ludmila Hafner, ich arbeite bei der Stadt Speyer bei Frühen Hilfen und bin unter anderem für die Willkommensbesuche zuständig. Ich koordiniere die Besuche, die Willkommensbesuche. Wir haben insgesamt 8 Ehrenamtliche, die wir zum Einsatz bringen. Guten Morgen, Frau Stamm. Kommen Sie rein. Dankeschön. Mein Name ist Beate Scheurer, ich bin die Willkommensbesucherin der Stadt Speyer und ich möchte Ihnen recht herzlich zu Ihrem Sohn Nils gratulieren. Dankeschön. Ja, da ist er ja schon, denn dein. Wir können auch insgesamt die Familien halt in 8 verschiedenen Sprachen besuchen und versuchen natürlich auch alle Familien in Speyer zu erreichen. Kommen Sie doch rein. Dankeschön. Ja. Ganz cooler Schlafsack. Toll. Ja. Das ist wirklich schön. Der gefällt dir. Und dahinter ist dann noch das Logo der Stadt Speyer. Mhm, toll. Freude damit. Ich vereinbare mit den Eltern einen Termin. Wir versuchen, beziehungsweise unser Wunsch ist, die Eltern zu Hause zu besuchen. Da denken wir, dass es auch etwas leichter ist und einfacher für die Familien. Wenn die Familien es nicht möchten, machen wir einen Besuch hier im Familienzentrum im Keks oder bei mir im Büro. Guten Morgen, lieber Jakob, hallo, hallo, guten Tag. Kriegst ein Küsschen auf dein Köpfchen, weil ich dich so gern mag. Die Elternschule Speyer gibt es seit August 2011 und sie gehört zur geburtshilflichen Abteilung des Diakonissenstiftungskrankenhauses. Wenn Eltern ein Kind bekommen, ist es oft ein gravierender Einschnitt ins Leben der Eltern und wir möchten sie darin unterstützen, dass sie einen guten Start in die Elternschaft haben. Wir sind stetig daran interessiert, dass die Elternschule sich weiterentwickelt und so haben wir jetzt gerade ganz neu eine Gruppe für alleinerziehende Eltern, weil es einfach eine ganz andere Situation ist, wo man sich sehr gut untereinander austauschen kann und wo es aber eben auch gut ist, wenn Betreuer dabei sind, die Erfahrung damit haben. Klettern an der Sprossenwand und sind als Turntiger bekannt. Hallo, hallo, ich freue mich so sehr.
Die Mini-Turn-Tiger sind 6 Gruppen inzwischen mit 90 Kindern, mit ihren Eltern. Großeltern sind auch immer wieder dabei, kommen hierher, um Spaß an der Bewegung zu haben. Die Kinder können erste Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren an den Geräten. Wir spielen zusammen, wir singen zusammen. Es findet Bewegungsförderung, Sprachförderung, Wahrnehmungsförderung statt. Uns ist ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir alle Schichten und alle Nationen in Speyer erreichen. Und das tun wir, indem wir in Kooperationen mit 13 Schulen, Kindergärten, die Kinder hierher ins Judomax holen, damit sie diesen Raum kennenlernen und die Möglichkeiten, die der Verein bietet. Leg die Hände auf den Kopf, mach daraus ein Blumentopf. Leg die Finger zu einer Brille, sei einmal stille. Genau, also Haus der Familie Keks, Abkürzung Keks ist Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer e.V. Hauptsächlich eben immer durch Ehrenamtliche getragen. Das heißt also auch, ich als Vorstandsmitglied bin ehrenamtlich tätig. Viele der Kaffeebetreuer von unseren offenen Angeboten sind auch ehrenamtlich. Und wir sind auch Haus der Familie, sagt eben, dass wir offene Angebote haben für die ganze Familie. Das heißt, es fängt an beim Babytreff, beziehungsweise schon beim Babybauchtreff. Dann hat man ein Babytreff für eben die ganz Kleinen und die Familiencafés, die 2 Tage in der Woche, dienstags und freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet haben, sind eben auch für die ganze Familie. Also da kann auch gerne Oma, Opa, Tante, wer auch immer, alles gerne mitkommen. Ja, im Rahmen dessen kommt es halt dann auch immer wieder zu Fragestellungen oder auch zu Situationen, die vielleicht auch ein bisschen unterstützungswürdig wären oder werden könnten. Und auch da sind wir gerne bereit, als Lotsenfunktion eben dann in den entsprechenden Stellen der Stadt Grünhilfen zum Beispiel auch gerne weiter zu vermitteln. Also speziell finde ich, fehlt in Speyer eine Organisation oder ein Verein für Alleinerziehende. Man fühlt sich doch manchmal sehr isoliert als Alleinerziehende, speziell mit Kleinkind, weil man noch nicht die Möglichkeit hat, sein Kind in den Kindergarten zu bringen. Und man fühlt sich damit doch manchmal sehr isoliert und auch sehr benachteiligt. In finanzieller Art und eben in praktischer Art, in praktischer Hilfe. Finanziell wäre es wichtig, dass es Ermäßigungen gibt für Alleinerziehende, sprich für ins Schwimmbad, Zoo, Museen, alles, was man eben mit Kind so macht. Weil ich denke, Ermäßigungen gibt es ja auch für Studenten und für alles Mögliche. Und Alleinerziehende sind finanziell meist nicht gut dargestellt. Und da wäre es schön, wenn da auch mal dran gedacht wird und das Ganze einfach ein bisschen positiver gestaltet wird und man nicht das Gefühl hat, dass man als Alleinerziehende einer Randgruppe angehört, weil das ist man nicht und soll auch so nicht sein, finde ich. Wie ist das Angebot natürlich für die Eltern im Haus? Ja, mein Name ist Tatjana Ritter. Ich bin Erzieherin und Elternbegleiterin im Haus für Kinder St. Hedwig und in der Kita St. Elisabeth. Wir haben seit 2012 das Bundesprojekt Elternchance ist Kinderchance und auch seit dem letzten Jahr die Kita Plus Standort hier in Speyer West. Und unter diesem Programm haben wir uns zum Schwerpunkt gemacht, Eltern die Möglichkeit zu geben, in einem vertrauensvollen Rahmen an Angebote der Stadt Speyer teilnehmen zu können. Wir wollen ein Vertrauensverhältnis zu Eltern aufbauen und das möglichst von Anfang an. Deshalb ist uns der Erstkontakt zu Eltern sehr wichtig. Ich stelle mich diesem ganz zur Verfügung und versuche einfach Eltern die Chance zu geben, ihre eigenen Wünsche dabei ansprechen zu können, sie untereinander in Kontakt zu bringen. Es werden verschiedene Angebote angeboten, zum Beispiel Elternabende, sich einfach zu informieren über die Entwicklung des Kindes, wie man in manchen Situationen richtig reagieren sollte. Oder vor kurzem waren wir auch im Technikmuseum in Speyer und das hat meinem Kind ganz besonders gut gefallen. Wir mussten am nächsten Tag gleich nochmal hin. Also es war mit anschließendem Picknick, das war echt der Renner, sage ich mal. Ne? Wir haben ebenfalls ein Elternabendangebot
nach Wünschen der Eltern zusammengestellt, für die es im Nachhinein auch die Möglichkeit gibt, ein sogenanntes MFT-Programm, ein Multifamilientraining, im Anschluss daran anzubieten, dass Eltern nochmal genauer in den Austausch zu bestimmten Themen ihrer Wahl gehen können. Der Stadtteil Treff Nordpol ist eine Einrichtung des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsverein Speyer, in der Waldsiedlung in Speyer Nord. Und die Angebote, die wir haben, richten sich auch an die Kinder, Jugendlichen und Familien hier in diesem Stadtteil. Das sind zum einen die Hausaufgabenbetreuung und die Freizeitangebote. Und zum anderen haben wir aber auch Elternarbeit, wir haben eine Krabbelgruppe und über Kita Plus organisiert unser Elternfrühstück und die Sprachkurse für die ausländischen Mamas. Unsere Eltern haben immer wieder nachgefragt nach Elterncoaching und nach Elternstammtisch, und da kam uns das Programm von Kita Plus des Landes Rheinland-Pfalz gerade recht. Seit 2013 haben wir ein Elternfrühstück im Nordpol organisiert. Am Anfang haben wir Themen vorgegeben. Seit 2014 ist es ein offenes Frühstück. Die Eltern bringen ihre Frühstücksmaterialien mit und daraus entwickeln sich dann auch die Themen. Wir hatten in den letzten Jahren schon öfters Sprachkurse für ausländische Frauen organisiert. Die Besonderheit dieses Sprachkurses ist es, dass wir ganz klein und individuell arbeiten können, und die Frauen, die daran teilnehmen, sind Mamas von der Kita Regenbogen und dem Stadtteil Treff Nordpol, die nicht für den Arbeitsmarkt qualifiziert werden wollen und sollen, sondern ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen, um Lehrer- und Erziehergespräche besser folgen zu können. Das Besondere ist, dass eben viele Frauen anfangs gekommen sind, die überhaupt kein Deutsch gesprochen haben, die wirklich Angst hatten, Deutsch zu sprechen, und auch gesagt haben, ja, eigentlich wollen sie nicht so richtig, und jetzt dabei sind und wirklich erzählen, was passiert ihnen, wie geht es ihnen. Das ist hier sehr besonders. Kita Plus macht es möglich, dass wir ganz individuell die Lerninhalte zusammenstellen können, die sich an den Bedürfnissen der Frauen orientieren. Es ist so, dass schon Teilnehmer da sind, die aus völlig verschiedenen Kulturen kommen, die ganz andere Vorstellungen haben, aber auch ganz verschiedenes Vorwissen. Welche, die gerade erst anfangen, Deutsch zu sprechen, und auch welche, die 30 Jahre schon hier sind, muss man halt dann alle unter einen Hut bekommen. Bei uns im Haus für Kinder St. Hedwig gibt es seit 2010 das internationale Kochen. Wir haben auch das Glück, dass wir seit 2011 Schwerpunkt Kita für Sprach und Integration geworden sind. In diesem Projekt habe ich als Fachkraft die Möglichkeit, das Projekt internationales Kochen organisatorisch und inhaltlich auch zu begleiten. Wir wollen vor allen Dingen Frauen mit unterschiedlichem kulturellem und nationalem Hintergrund ansprechen. Für die Eltern ist es wichtig, dass sie aus ihrem familiären und zum Teil engen kulturellen Kreis herauskommen, und wir wünschen uns, dass sie über das Projekt weitere soziale Kontakte knüpfen können. Und wenn Männer bei dem Kochprojekt dabei wären, würde das nicht funktionieren bei einigen Frauen. Die Mütter treffen sich am frühen Nachmittag zum Kochen. Während die Mütter kochen, werden die Kinder betreut. Anschließend, das ist dann der Höhepunkt der Kochnachmittage, findet immer ein gemeinsames Essen statt. Bei diesem Essen entstehen immer sehr lebhafte Gespräche, wo sich die Frauen austauschen über kulturelle Gemeinsamkeit oder auch Unterschiede oder auch über alltägliche Begebenheiten aus ihrem Alltag. Wir wünschen uns, dass sich weiterhin so viele Frauen unterschiedlicher Kulturen und Herkunftsländer bei uns im Haus treffen können, gemeinsam kochen, ihren Spaß haben und auch sich austauschen können. Es
es ist so, dass wir in Speyer ja ohnehin schon sehr familienfreundlich sind. Aber das Ziel ist natürlich immer noch familienfreundlicher zu werden und da kann man auch noch was tun. Und wichtig ist, dass wir die Beziehung von Eltern und Kindern stärken. Da kann man, glaube ich, nicht genug tun. Wir wollen die Eltern selbst auch stärken, dass sie stark sind für ihre Kinder. Und dazu ist das Netzwerk eine große Unterstützung.